und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Heute zeige ich euch, wie ich diese leckeren Burritos gemacht habe. Los geht's! Und zwar ist das gefüllt mit Hirse und als allererstes müssen wir die Hirse waschen, bis das Wasser klar ist. Und dann geben wir das mit der doppelten Menge Wasser zum Kochen. Das dauert 20 Minuten. Und in der Zwischenzeit können wir dann die Füllung vorbereiten, also das Gemüse für die Füllung. Da habe ich jetzt Paprika genommen, eine rote, in kleinere Stücke geschnitten. Also wir sollten schon gucken, dass wir die in etwas kleinere Stücke alles schneiden, weil das ja hinterher in eine Füllung gerollt wird. Und dann ist das immer ein bisschen unpraktisch, wenn die Stücke so groß sind. Dann habe ich hier noch Peperonis, die sind relativ scharf, deswegen habe ich da nicht so viele von genommen. Dann noch schwarze Oliven, eine Knoblauchzehe, auch ganz klein schneiden. Und dann noch eine Zwiebel, die dann auch in Würfel schneiden. Und das ganze Gemüse geben wir dann in eine Pfanne und braten das erstmal an. Und zwar so lange, bis alles ein bisschen Farbe hat und bis die Paprika nicht mehr hart sind. Also bis die so ein bisschen durchgegart sind. Das hat jetzt bei mir so, ja, vielleicht so 5 Minuten gedauert. Dann ist das eigentlich soweit fertig. Und dann können wir auch die Hirse dann drunter geben. Also ich habe jetzt nicht die ganze Hirse dafür verwendet. Da habe ich noch andere Sachen mitgemacht. Und dann rühren wir das Ganze durch und dann müssen wir nur noch die Käsesoße machen, die denn da noch reinkommt. Und die mache ich jetzt hier wieder in diesem kleinen Mixer, den habe ich ja euch jetzt schon mal öfter vorgestellt. Der hat jetzt den Platz von meinem Personal Blender eingenommen, weil der im Wohnmobil ist. Da gebe ich jetzt Cashewkerne rein, eine Knoblauchzehe. Dann ein bisschen Pflanzenmilch. Ich habe jetzt hier meine selbstgemachte Sesammilch genommen, aber das ist auch egal, was für eine dann ihr nehmt. Ihr könnt da irgendeine nehmen. Und dann einen guten Teelöffel Senf, den mittelscharfen. Dann brauchen wir noch ein paar Hefeflocken. Ihr seht jetzt hier, wie viel ich da reingetan habe. Ich kann euch da jetzt keine genauen Mengenangaben geben. Ich mache das alles so Pi mal Daumen. Und ein bisschen Pulbiber und einen guten Teelöffel Zwiebelpulver. Ja, und dann noch einen winzigen Schluck Essig. Und das ist alles. Und jetzt können wir eigentlich direkt das Mixteil aufsetzen. Ich habe das jetzt einfach mal ausprobiert, habe die Cashewkerne vorher nicht gemahlen, weil die sind ja relativ weich und das funktioniert so genauso gut. Das kommt halt nur darauf an, wie lange man mixt. Also ich habe das jetzt hier vielleicht so eine Dreiviertelminute gemixt und dann ist das schön so eine dickflüssige Käsesoße. Ja, und die rühren wir jetzt unter. Also wenn ihr das nachmacht, bitte nicht zu viel von der Pflanzenmilch reingeben, weil das wird ja jetzt hinterher in die Wraps gerollt und wenn das dann zu flüssig ist, dann ist das nicht gut. Lieber hinterher noch ein bisschen Flüssigkeit nachgeben, wenn es nicht ausgereicht hat. Ja, das Ganze jetzt noch ein bisschen abschmecken mit Salz oder was auch immer ihr dann noch an Gewürzen reingeben möchtet. Und dann können wir das hier, wie ich das jetzt so gemacht habe, aufrollen. Und dann ist im Grunde genommen der Tortilla oder der Burrito fertig. Wenn ihr das jetzt aber noch besser haben wollt, dann könnt ihr das noch, wenn ihr so einen Kontaktgrill habt, in so einen Grill schmeißen. Oder vielleicht auch in eine Pfanne geben, wenn ihr jetzt so einen Grill nicht habt. Und dann wird das noch mal besser. Ja, dann ist nämlich das Außen so richtig schön knusprig und dann können wir das Ganze super lecker mit einem Salat oder so essen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Auf meinem Logo könnt ihr meinen Kanal abonnieren und ich sage einfach danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!